Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Guide zum Thema Rüstungen in der Welt von Conan Exiles. Nun, gestern haben wir ja bereits über die verschiedenen Arten der Trockenöfen gesprochen, wobei ich den ein oder anderen Fauxpas mit in diesem kleinen Guide hatte. Die meisten sind nicht allzu wichtig, allerdings wurde ich darauf aufmerksam gemacht zum verbesserten Trockenofen, der hier ist, der durch das Archiv geleert werden kann. Dort gibt es eine besondere Eigenheit. Und zwar habe ich gestern gesagt, um Glasflaschen herzustellen, benötigt man immer eine sogenannte Glasflaschengussform. Für diese beiden Öfen, also für den normalen Ofen wie den verbesserten Ofen, ist das auch weiterhin zutreffend. Allerdings für den verbesserten Trockenofen ist das nicht richtig. Der verbesserte Trockenofen kann auch ohne jegliche Gussform Glasflaschen herstellen. Das zeige ich jetzt einfach mal. Ich nehme hier einfach mal den Kristall raus, sodass wir hier nur diese drei Gläser, diese 12 Glaseinheiten haben. Aktivieren ihn kurz und wir sehen, holla, es werden Glasflaschen hergestellt ohne jegliche Gussform. Ob das von Funcom so gewollt ist, ob es ein Bug ist, weiß ich nicht. Allerdings, solange es aktiv ist, sollte man es auch nutzen. Wie gesagt, der verbesserte Ofen benötigt im Moment keine Gussformen, um Glasflaschen herstellen zu können. Ebenso ist auch eine weitere Besonderheit da. Ich habe gestern gesagt, dass alle drei Öfen die maximale Stack-Einheit von 100 Einheiten haben. Da habe ich allerdings nicht bedacht, dass Funcom im einen der letzten Patches, ich weiß es nicht, ob es der letzte oder der vorletzte Patch gewesen ist, die Stack-Einheiten für Holz und Stein immens hochgesetzt hat, nämlich von 100 auf 1000. Und so ist das auch im Ofen. Das heißt, während ihr lediglich 100 Einheiten trockenes Holz bzw. Öl in den Ofen reinsetzen könnt, könnt ihr ruhig eine 1000er Stack von normalem Holz in dem Ofen verwenden. Da ist es unerheblich, ob es der einfache Ofen ist, der verbesserte Ofen oder der verbesserte Trockenofen. Also merket auf und lernet, 1000er Holzeinheiten können auch verwendet werden. So viel zu den Stacks. Aber jetzt kommen wir zu dem, worüber dieses Thema heute gilt, nämlich über Rüstungen. Rüstungen sind für euch in der Welt von Conan Exiles von essentieller Bedeutung. Sie sind enorm wichtig, genauso wie die Luft zum Atmen. Nun, wann fängt man an, Rüstungen zu lernen? Ihr wisst, ihr habt gerade euren Charakter erstellt und das Erste, was euch auffällt, ihr seid mehr oder minder nackt. Ihr habt einen Lendenschurz, eventuell noch einen Pseudo-Büstenhalter, je nachdem, ob ihr Männlein oder Weiblein spielt. Und das war es. Das Wichtigste, was jetzt erstmal kommt, ihr müsst eine Rüstung haben. Irgendwas, was euch zumindest geringfügig weiterhelfen kann, so dass ihr in der Welt von Conan Exiles überlebt. Nun, da haben euch die Entwickler in den ersten Stufen diese Möglichkeit gegeben, die groben Fußwickel, die groben Gamaschen, also eine grobe Rüstung, euch zu kräften, aus Sträuchern quasi zu weben, dass ihr zumindest nicht splitterfasernackt durch die Pampa laufen müsst und immerhin ein wenig Rüstungsschutz euer eigenen. Diese groben Gegenstände halten allerdings nicht sehr viel ab, egal ob es an Schaden oder an Umwelteinflüssen ist. Wir haben auch keinerlei Boni. Nun, dafür müsst ihr dann einfach weitermachen. Nämlich, hier gehen wir jetzt mal unter den Reiter Rüstungen. Ihr seht, Weber ist das Erste, was ihr lernen werdet, ab Stufe 1, diese vier Einheiten, um diese Rüstungen erstellen zu können. Dann habt ihr irgendwann die Möglichkeit, ab Stufe 10 den Rüstungsmacher zu erlernen. Der Rüstungsmacher kostet euch 2 Talentpunkte und bietet euch die Werkbank eines Rüstungsmachers sowie leichte, mittlere und schwere Polsterungen
für eure Rüstungen. Nicht nur die Polsterungen, sondern auch die leichten, mittleren bzw. schweren Rüstungsteile. Diese Rüstungsteile haben allerdings keinerlei Stilrichtung. Das heißt, sie können keinem Volk zugeordnet werden. Sie sind einfach nur da, um euch zu schützen, um euch einen gewissen Bonus zu bieten. Ja, auch diese bieten einen gewissen Bonus. Und das war es. Ebenso werdet ihr durch den Rüstungsmacher noch verschiedene Fähigkeiten lernen, wie man zum Beispiel noch Fasern trennen kann oder Ranken zusammenflechten kann oder wie man Pflanzenfasern flechten kann und so weiter und so weiter. Das gleiche auch für die verschiedenen Arten von Häuten, um sie zu verarbeiten in eurer Rüstungswerkbank. Ja, gucken wir sie uns einfach mal an. Das ist die einfache Rüstungswerkbank, die ihr ab dem 10. Level erbauen können könnt. Ihr seht, hier haben wir insgesamt 5x4, 20 Plätze, die wir verwenden können. Diese 20 Plätze sind auch fest. Ebenso kann man hier auch Leibeigene reintun. Ihr kennt es ja, Leibeigene der Stufen 1 bis 4 können verwendet werden. Und jede Stufe hat natürlich einen gewissen Bonus, ebenso wie es beim Ofen der Fall ist. Allerdings sehen hier die Boni ein wenig anders aus. Gucken wir mal, da haben wir wieder meinen schlauen Zettel. Ja, manche Werte sind ein wenig extraordinär, wie zum Beispiel die 150% beim Trockenofen. Wie gesagt, diese Angaben sind mir selbst vorgegeben. Ich kann sie nicht erklären, ich will sie auch nicht erklären, das ist nicht meine Sache. Ich präsentiere sie euch nur. Ob es tatsächlich die tatsächlichen Werte sind, sei mal dahingestellt. Daher alle Angaben zu den Werten der Thralls, wie immer, ohne Gewähr. Das wollte ich schon immer mal sagen, jetzt kann ich Nachrichtensprecher werden. Nun, tut ihr einen Thrall der Stufe 1 in eine Werkbank des Rüstungsmacher, egal ob es eine einfache Werkbank ist oder ob es die verbesserte Werkbank ist, das ist vollkommen unerheblich. Tut ihr einen Thrall der Stufe 1 rein, habt ihr eine verbesserte Herstellungszeit von 33%. Das heißt, ein Thrall der Stufe 1 verringert die Herstellungszeit um 33%. Dafür wird allerdings nichts an Material eingespart. Das heißt, ihr habt lediglich nur die Herstellungszeit verbessert. Anders sieht das schon aus, wenn ihr einen Thrall der Stufe 2 reintut. Der Thrall hat nämlich auch eine, also der Thrall der Stufe 2, hat auch eine 33%ige verbesserte Herstellungszeit, spart euch allerdings im Gegenzug dazu auch 25% an Material mit ein. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, je nachdem, was ihr für Rüstungsteile herstellen wollt. 25% mehr oder weniger haben, machen im späteren Spielverlauf eine ganze Menge aus. Nun, holt ihr euch einen Thrall der Stufe 3, was schon sehr gut ist, habt ihr immerhin 50% Herstellungszeit gespart. Das heißt, die Hälfte an Zeit fällt weg und eure Rüstungsteile sind entsprechend schneller fertig. Ebenso ist das auch bei den Materialkosten. Dort werden noch einmal 25% der Materialkosten eingespart. Habt ihr jetzt nun einen T4 Thrall, einen sogenannten Named Thrall, habt ihr im Großen und Ganzen gewonnen. Möchte ich es einfach mal so sagen. Denn ihr habt sowohl 50% Herstellungszeit gespart, als auch 50% der Materialkosten eingespart. Ebenso bietet euch jeder Rüstungsmacher, der einen Namen hat, also einen Named Rüstungsmacher, also ein T4 Thrall, auch immer einen bestimmten Bonus. Denn sie können sowohl die außergewöhnliche Variante herstellen, als auch die makellose. Das hängt allerdings von Thrall zu Thrall ab. Da müsst ihr ein wenig experimentieren. Alternativ gibt es im Internet auch englischsprachige Listen, welcher Thrall welche Rüstungen für euch craften kann. Da hat jeder Thrall, der für die Rüstungsmacher-Werkbank zuständig ist, eine andere Eigenheit. Nicht jeder Thrall kann alle Rüstungsteile herstellen. Sie sind also spezialisiert. Nun, ebenso werdet ihr sehen, dass ihr mit dem normalen Wissen, gehen wir nochmal hier in die Talente rein, unter den Reiter Rüstungen,
Ihr seht, das Grundpaket habt ihr mit dem normalen Rüstungsmacher erlernt. Die stillosen Rüstungen helfen euch für den Anfang auch recht gut. Allerdings für das verwöhnte Auge von heute sind sie irgendwann doch ein bisschen zu langweilig. Ebenso bieten sie nur normale Boni, die ich euch jetzt hier allerdings nicht präsentieren möchte, weil das den Rahmen des Videos sprengen würde. Dafür mache ich ein anderes Video später. Bieten sie euch nur ledigliche normale Rüstungen im leichten, mittleren bzw. schweren Teil. Ihr seht, dass ich hier eine ganze Menge an anderen Rüstungsteilen habe, die grün sind und die ich bereits kann. Das sind von mir in der Spielewelt gelernte Rezepte gewesen, beziehungsweise durch verschiedene DLCs, die ich mir gekauft habe, die Fähigkeiten. DLCs sind, wenn ihr sie euch nicht gekauft habt, immer durch diesen Pfeil, der nach unten zeigt, gekennzeichnet mit dem Hinweis, hey, da ist ein DLC verfügbar, den du dir noch nicht gekauft hast. Dementsprechend kannst du diese Rüstung auch nicht craften bzw. reparieren, solltest du einen Rüstungsteil davon finden. Alternativ habt ihr natürlich auch noch die verschiedenen Stile. Da gibt es einmal die Barbarenrüstung, die Räuberrüstung, die Sandsturmrüstung, welche nur die Maske beinhaltet, als auch die Nordhalber-Rüstung, als auch die Rüstungen mächtiger Zivilisationen. All diese Rüstungen haben unterschiedliche Boni für euch parat. Die Barbarenrüstungen zum Beispiel bieten euch plus 5 insgesamt auf Stärke. Das heißt 5 Rüstungsteile plus Rüstungsteil, ein Punkt, der zusätzlich in eure Stärke reinfließt. Benutzt ihr die anderen Rüstungsteile, die erweiterten Rüstungsteile, wie zum Beispiel die außergewöhnliche bzw. die makellose, werden entsprechend mehr Punkte verteilt. Bei außergewöhnlich sind es, glaube ich, 2 und bei der makellosen sind es, glaube ich, 3 Punkte, die dort hinzukommen. Ebenso hat jede dieser Rüstungsteile, gucken wir uns hier einfach mal an, unterschiedliche Möglichkeiten. Hier haben wir einmal die Dafari-Rüstung. Die Dafari-Rüstungen kommen euch schon relativ früh im Spiel rum. Es ist eine leichte Rüstungseinheit, die euch ebenso Stärke-Boni präsentiert, wie auch halt einen Schutz vor enormer Hitze. Ihr werdet sie hauptsächlich ja in der Wüste tragen. Ebenso habt ihr die kambodschanische Schamanenrüstung. Die kambodschanische Schamanenrüstung ist eine mittlere Rüstung, schützt euch ein wenig vor Temperatur und bietet euch ebenfalls einen Stärke-Boni. Wie gesagt, auf die Boni werden wir jetzt nicht genau eingehen, das machen wir später. Ebenso habt ihr die hyperboreanische Sklaventreiber-Rüstungen. Hier seht ihr, sie haben euch auch eine Hitzeschutz, einen gewissen, ebenso den Rüstungsboni Stärke und es ist die starke Rüstung. Die schwere Rüstung, die ihr aus diesem Set haben könnt. Ebenso dann noch die Räuberrüstungen, die chemitische, die stygische Plünderrüstung, als auch die hyrkanische Plünderrüstung. Dann die Sandsturmmaske, die ihr euch ab Stufe 30 kaufen könnt. Die Nordheimer Rüstung ab Stufe 40. Dort haben wir die Vanir-Siedler-Rüstungen vielleicht. Die Vanir-Fellrüstungen für Mittel und die schwere Vanir-Rüstungen für die schweren Rüstungsteile. So, dann haben wir noch ab Stufe 50 die Rüstungen mächtiger Zivilisationen. Da haben wir einmal die Zamorianische Diebesrüstungen, eine sehr gut aussehende Rüstung für jeden, der Dieb und Bogenschütze sein möchte. Dann die Aquilonische Rüstungen, die von den aquilonischen Wachen getragen wird, das ist eine mittlere Rüstung, als auch die stygische Soldatenrüstung, die halt von den stygischen Soldaten getragen wird, eine schwere Rüstung. All diese Rüstungen können von euch gelernt werden oder auch nicht, das liegt in eurem Ermessen. Allerdings müsst ihr auch bedenken, wenn ihr sie nicht lernt, was wie gesagt euer Ermessen ist, und ihr eins dieser Rüstungsteile finden solltet, zum Beispiel nehmen wir hier einfach mal die Dafari-Beobachtermaske, die ihr relativ häufig im Spiel findet, also zumindest in der Wüste,
Ihr könnt diese Dafari-Beobachtermaske auf normalem Wege nicht reparieren. Normalerweise. Warum normalerweise? Wenn ihr diesen Stil gelernt habt und ihr dann diese Rüstung A hergestellt oder B gefunden habt und ihr tragt sie dann und sie nimmt Schaden, müsst ihr sie reparieren. Wenn ihr den Stil gelernt habt, alles wunderbar, einfach reparieren. Das macht ihr dann, indem ihr einfach in eurem Inventar die Rüstung anklickt. Dann habt ihr hier unten einen extra Reiter reparieren und ihr geht auf reparieren. Ja, was ist aber, wenn ihr den Stil nicht gelernt habt und ihr diese Rüstung aber so mega geil findet und ihr sie nicht verlieren wollt, auch wenn sie schon kaputt ist und ihr sie irgendwie wieder reparieren wollt? Da hat sich Funcom etwas Feines einfallen lassen. Unter dem Reiter Überleben gibt es den sogenannten Kesselflicker. Ja, der Kesselflicker bietet euch ab der Stufe 12 die Möglichkeit, Rüstungsreparaturkits wie auch Waffenreparaturkits herzustellen. Waffenreparaturkits lassen wir jetzt erstmal vorne aus. Wir beschäftigen uns jetzt mit den Rüstungsreparaturkits. Das einfache Rüstungsreparaturkit ist, wie der Name es schon sagt, für die ganz einfachen Rüstungen im Spiel gedacht, die auf Pflanzenfasern basieren. Ab Stufe 12 verfügbar und somit überhaupt kein Problem zu erlernen. Das nächste ist ab Stufe 24 der Kesselflicker Geselle. Der ist, ab Stufe 24, kostet euch 3 Punkte und bietet euch das normale Rüstungsreparaturkit. Damit könnt ihr Rüstungsteile reparieren, die Eiseninhalte haben. Ihr wisst ja, ihr steigt in der Stufe auf. Irgendwann könnt ihr nicht nur die normalen Pflanzenfasern verarbeiten, irgendwann könnt ihr auch Eisen verarbeiten. Und sobald ihr Eisen verarbeiten könnt, ist das normale Rüstungsreparaturkit für euch das Richtige. Die nächste Stufe, ab Stufe 36, also in der Stahlära, ist der normale Kesselflicker bzw. das verbesserte Rüstungsreparaturkit bzw. das verbesserte Waffenreparaturkit. Stufe 36, 2 Punkte werden investiert und schon könnt ihr die Rüstungen bzw. Waffen reparieren. So, dann kommen wir zur Stufe 48, wo dann die verstärkte Stahlära am Laufen ist. Ihr habt verstärkte Stahlrüstungen bzw. verstärkte Stahlwaffen. Ihr habt den Stil aber nicht gelernt. Ihr müsst den Reparaturen. Kein Problem. Meisterhaftes Rüstungsreparaturkit hilft euch aus der Patsche. Wo könnt ihr diese Reparaturkits herstellen? Da hat Funcom unterschieden. Einmal zwischen dem Rüstungsreparaturkit und einmal zwischen dem Waffenreparaturkit. Das Rüstungsreparaturkit, egal ob das einfache oder das meisterhafte oder das, was dazwischen liegt, könnt ihr in der Werkbank eines Rüstungsmachers herstellen. Ihr seht es hier unten. Man sieht hier auch ganz gut, was dafür benötigt wird. Pflanzenfasern bzw. Zwirn. So, da muss man gucken. Hier haben wir Felle, Zwirn, Eisenbarren. Daran sieht man immer recht gut, für welche Rüstungen es geeignet ist. Leder, Zwirn, Stahlbarren und last but not least, verstärktes Leder, Zwirn, verstärkte Stahlbarren. Nun, das gibt es natürlich auch für die Waffen. Die könnt ihr dann allerdings in der Werkbank eines Schmiedes herstellen. Und hier seht ihr schon einen ganz großen Unterschied zu den Rüstungskits, die ihr habt. Es gibt ein legendäres Waffenreparaturkit, das ihr selbst nicht herstellen könnt, es sei denn, ihr habt einen T4 Thrall oder ihr findet es. Ja, besonders in einer namenlosen Stadt könnt ihr es finden. Alle anderen könnt ihr ansonsten herstellen, aber das ist hier heute nicht wichtig, daher gehen wir einfach nicht näher drauf ein. So, zurück zu den Talenten. Wir waren ja noch nicht fertig. Irgendwann werdet ihr die Stufe 60 erreicht haben und da wird euch natürlich eine Stufe 40 Rüstung nicht mehr ausreichen. Ihr habt andere Dinge vor, die ihr im Spiel erledigen wollt. Und dann da mit einer schwachen Rüstung rumzulaufen, ist ja so, als ob man als Schaf zum Fuchs gehen würde und sagen würde, hey Fuchs, du kannst mich nicht fangen. Nee, 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 nee. So, dann wird der Fuchs lachen und wird euch reißen. Ungefähr so ist das, wenn ihr mit eurer Stufe 40 Rüstung zur Hexenkönigin geht oder irgendeinen anderen Dungeon macht, zum Beispiel den der lautlosen Legion. Die werden euch dann angucken, werden ho, 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 ho machen und ihr habt das Nachsehen.
nicht schön, aber praktisch. Denn ihr müsst zurücklaufen, eure Sachen machen. Im Gegenzug sind die Gegner aber nach wie vor da und prügeln kräftig auf euch ein. Das heißt, ihr müsst tricksen. Ja, das wollt ihr natürlich nicht, also müsst ihr entsprechende Rüstungen machen. Das könnt ihr ab Stufe 60, indem ihr die sogenannten epischen Rüstungsteile lernt. Mit den epischen Exile-Objekten, die ihr ab Stufe 60 lernen könnt, indem ihr 13 Talentpunkte investiert und die Voraussetzungen Rüstungsmacher sowie Sternenmetall-Werkzeuge gemeistert habt, seht ihr, könnt ihr die epischen Varianten herstellen. Von der leichten Rüstung, von der mittleren Rüstung, als auch von der schweren Rüstung, inklusive deren Polsterungen. Ebenso lernt ihr die mehrlagigen Fell, mehrlagige Seite, als auch die gehärtete Ledervariante. Und last but not least, die verbesserte Werkbank eines Rüstungsmachers, welches die hier ist. Ich habe die jetzt ein wenig mit dem Fundament verschmelzen lassen, indem ich sie einfach runtergeschraubt habe. Es sieht dementsprechend besser aus, weil sonst würde das ganz minimal über dem Boden schweben, so Hovercraft-mäßig, und das muss ja nicht sein. Auch bei den epischen Varianten, beziehungsweise bei den legendären, nennen wir sie einfach mal so, habt ihr die Möglichkeiten, diese zu reparieren. Natürlich sind die Reparaturkosten wesentlich intensiver als bei den normalen Varianten. Ebenso gibt es natürlich auch von diesen epischen Gegenständen außergewöhnliche Varianten bzw. makellose Varianten. Auch hier gilt, ihr benötigt einen extra T4 Thrall, der genau diese Variante, die ihr herstellen wollt, beherrscht. Wie gesagt, es gibt im Internet mehr als genug Listen, da müsst ihr euch kundig machen. Ich habe die Listen gesehen und ich habe sie für zu groß befunden, um sie euch hier vorzulesen bzw. als Name durchlaufen zu lassen. Da müsst ihr einfach ein bisschen Recherche betreiben. Keine Angst davor, das schadet nicht. Was ich kann, könnt ihr quasi auch. Nun, aber zurück zu den Talenten im Thema Rüstung. Ihr habt jetzt also quasi diese epischen Objekte. Und ihr seht hier, okay, wunderbar, hier sind noch welche, die ich nicht lernen kann. Eher gesagt, die ich zwar lernen kann, aber noch nicht gelernt habe. Als auch welche, die komplett rund sind. Wie zum Beispiel hier die hyperboreanische Sklaventreiber, die epische Variante. Wie kommt das? Ganz einfach, das kommt daher, wenn ihr es anklickt, werdet ihr es sehen. Ich brauche nicht nur epische Exile-Objekte, ich brauche auch die Barbarenrüstungen. Also die hier. Das heißt, diese Varianten stehen in Kombination. Warum kann ich jetzt diese hier herstellen? Ganz einfach, ihr braucht dafür nur epische Exile-Objekte, Stufe 60, und ihr müsst 7 Talentpunkte investieren. So. Das Schöne ist mittlerweile, ihr seht hier, welche Rüstungsschutz diese Gegenstände haben, beziehungsweise ob sie euch vor Hitze beziehungsweise vor Kälte schützen. Das ist es, worauf ich hinaus wollte. Wie viel Rüstungsschutz die einzelnen Rüstungsteile euch hinterher gewähren, seht ihr, wenn ihr diese Teile anzieht. So, wie lerne ich die? Ganz einfach, ich gehe einfach drauf, nehmen wir hier einfach mal die Barbarenrüstung, inventieren 5 Talentpunkte, zack, gelernt, und ihr seht, schon sind hier zwei weitere, nämlich die Sklaventreiber, als auch die kambodschanische Rüstung, als auch die Dafari-Haut in der epischen Variante zustande gekommen. Das heißt, ich kann in der epischen Variante unterscheiden. Brauche ich für meinen Charakter eine leichte Rüstung? Brauche ich eine mittlere Rüstung? Oder brauche ich eine schwere Rüstung? Das liegt natürlich an eurem Spielstil. Wenn ihr mehr der Tank seid, also ihr mit Schwert, Schild oder sonst irgendwas den Schaden auf euch zieht, empfiehlt sich euch natürlich die reine schwere Rüstung. Seid ihr eher der Damage-Dealer, der zwar was aushalten will, aber trotzdem Schaden verursachen will, indem er mit seinem Zweihandknüppel oder Zweihandschwert mitten ins Getümmel sich reinstürzt, ist die mittlere gar nicht mal schlecht. Wenn ihr ein Zwischending seid, zwischen Schurke und Bogenschütze, ist die mittlere auch noch zu empfehlen. Seid ihr allerdings ein Charakter, der sehr viel auf Gewitztheit legt und ihr dementsprechend agil sein müsst, empfiehlt sich euch die leichte Rüstung. Es ist ganz einfach.
So, auch hier gilt wieder, einfach 7 Punkte investieren und schon könnt ihr diese Variante lernen. Bedenkt aber, dass eure Talentpunkte eine gewisse Limitierung haben. Eine gewisse Limitierung. Die könnt ihr natürlich durch die sogenannten Machtfragmente aufbohren, die seit dem letzten Patch erst ins Spiel gekommen sind. Ich habe über diese Machtfragmente ausführlich in einem anderen Video gesprochen. Aber auch die müsst ihr erst finden bzw. sammeln und sie dann anwenden. Und dann könnt ihr nach und nach sämtliche Objekte euch freischalten. So, ihr seht es, jetzt habe ich einfach mal die ganzen Klassen für die normalen Rüstungen gelernt und schon ist hier wesentlich mehr hinzugekommen. Zack, zack, lernen wir das mal einfach alles. Ich wünschte, das ginge alles schneller durch einen Shortcut. Da ist ein Shortcut, den kann ich jetzt allerdings nicht entdecken, ob das F ist. Gucken wir mal. Ja, einfach F drücken auf der PC-Tastatur und schon könnt ihr alles lernen. So, und jetzt kann ich im Großen und Ganzen sämtliche Rüstungen herstellen, die möglich sind. Ja, sagt er jetzt sicherlich. Was ist mit den anderen Rüstungen, den Rüstungen, die man nicht herstellen kann? Er sagt, die man herstellen kann, die euch aber in der Regel nicht angezeigt werden, wie zum Beispiel hier die Bukanier-Rüstung oder die Kriechtierkunde oder die Hyänenfell oder die Reliquienjäger und. Oder hier die Bergbewohner oder... Gehen wir mal nach unten. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier die, der Stolz der lautlosen Legion. Ja, liebe Freunde, das ist ein weiterer Teil, den ich in den Rüstungen weiter besprechen werde. Ganz einfach, das sind sogenannte erlernbare Rüstungsstile, die ihr erst finden und erlernen müsst. Erst dann könnt ihr sie bauen. Ebenso hier auch die lemurianische königliche Rüstung. Oder die lemurianische Kriegerrüstung und so weiter und so weiter. Als auch natürlich hier die aquilonischen Rüstungen, die kretanischen Rüstungen, die piktische Rüstung oder die Yamatai-Rüstungen, welche DLC-Rüstungen sind. Da bin ich allerdings in den jeweiligen DLCs-Videos drauf eingegangen. Ja, und das war es schon der grobe Überblick gewesen. Was sind Rüstungen? Wie stelle ich Rüstungen her? Beziehungsweise wie repariere ich Rüstungen? Ganz einfach, ganz schnell, ganz unkompliziert. Natürlich auf meinem Kanal hier zum Guide zum Thema Rüstungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr Likes da lasst, abonniert, falls noch nicht geschehen. Kommentare sind auch jederzeit herzlich willkommen. Ja. Und ihr meinen Kanal entsprechend weiterempfehlt. Entweder bei euren Freunden, bei euren Kollegen, bei der Familie, wenn sie genauso gerne Conan Exiles spielen. Ja, und einfach nicht weiter wissen. Alles klar. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Start in die Woche, einen sehr guten Montag. Haltet die Ohren steif. Bis später denn. Ciao.